Hallo Leute! Willkommen zu Zelda bei Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir die Dragovianer Zufluchtsstätte, das ist eigentlich ein schweres Wort, betreten auch gefunden. Ja, und hier gibt es anscheinend ziemliche Probleme und auch einen ziemlichen Hass gegen die Menschen. Und jetzt wollen wir mal mit dem Hohen Rat sprechen, was hier denn eigentlich so los ist. What is this? The Council of Elders is in session. Ah, if it isn't Chen Mui. It is indeed. Welcome back to the Council, Chen Mui. Thank you, but let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary could have fallen into this state. Ah, yes. I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well, let me tell you how all this came about. Just after you left Chen Mui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. He decided the time had come for us to abandon our human forms. What? What? Preposterous! Does such a ritual really exist? Our Lord ascended the heavenly dais to test the ritual on himself first. Once it was completed, our Lord became a dragon once and for all. Or so he thought. In fact, the ritual failed. As you know, it consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon forms. The ritual compensated for this by replenishing the energy from the ambient surroundings. In other words, our Lord began to absorb the energy of his fellow Dragovians. We are slowly being consumed by his unending hunger for energy. Thus, the sanctuary has fallen into discord and disarray. As soon as we realized the ritual had failed, we appeared before the Lord of the Dragovians to plead with him to reverse it. But the ritual appears to have affected his mind as well. In his current state, he cannot be reasoned with. What now sits upon the heavenly dais is not the Lord of the Dragovians, but a savage, uncontrollable monster. He attacked us. We had no choice but to withdraw. And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more. I can put it no more plainly than that. I see. It appears terrible events have unfolded during my absence. Chen Mui, I meant to ask earlier, but who are your companions? They appear to be humans, if my eyes do not deceive me. I mean no rebuke, I am simply curious. Your eyes do not deceive you. These humans intend to confront the Lord of Darkness, Rapthorn. Indeed. Is he? There will be time for that later. They plan to confront the Lord of Darkness, you say? If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important task to outsiders? Outsiders? Perhaps you should introduce yourselves to the Council of Elders. Okay. Egal, von welcher Seite man das betrachtet. Für uns Dragovianer ist es nur natürlich, sowohl eine menschliche als auch eine Drachengestalt zu besitzen. Die Entscheidung unseres Fürsten, seine menschliche Gestalt bei jeder Vernunft aufzugeben, ist die Wurzel der Tragödie, die uns befallen hat. Ich hätte mir nie gedacht, dass den Fürsten der Dragovianer einmal ein solches Schicksal ereilen würde.
Werde ihn wieder zur Vernunft bringen und die Dragovia einer Zufluchtsstätte von der Vernichtung retten. Ja, obwohl wir nicht am Kampf gegen den Fürsten der Finsternis beteiligt waren, sind wir uns durchaus bewusst, wie mächtig Raptorn ist. Ihr seid bloß Menschen. Und dennoch wollt ihr euch ihm entgegenstellen. Hab ich schon, ich hab ihn schon gekillt. Er ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, hast du nicht, weil der ist noch da. Ja, es speichert sein nicht, dass man ihn getötet hat. Es gibt eine Möglichkeit, den Fürsten der Dragovianer aus seinem Irrsinn zu erretten. Und zwar, indem man ihn im Kampf besiegt. Wenn er fällt, wird er wieder seine menschliche Gestalt annehmen und zu Sinnen kommen. So steht zu hoffen. Folglich haben wir eine Versammlung einberufen, um einen tapferen Krieger aus den Reihen unseres Volkes zu wählen, der in einem Einzelkampf gegen den Fürsten Dragovianer antreten soll. Doch wir sind zu dem unausweichlichen Schluss gekommen, dass in unserer gegenwärtigen Lage niemand unter uns befindet, der solch eine Auseinandersetzung überleben könnte. Deswegen schicken wir Außenseiter rein, weil ihr dürft sterben. Oh, ihr seid Spike, nicht wahr? Ist nicht zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen? Was? I see. It would take powerful warriors indeed to overcome the strength of which makes these humans perfect for the task. Indeed, their valor has been acknowledged by none less than the godbird Imperia. The godbird Imperia? I hesitate to ask any more of you when you already journey under such a terrible burden. But before you confront Rapthorn, I would ask that you face the Lord of the Dragovians. Think of it as a personal request from me. Will you accept? Na klar. I had faith in you from the very start. Simply hearing that lifts my spirits immensely. Please come to my home, where I will prepare a cheese banquet suitable for great heroes such as yourselves. Ein Käsebankett? Also ich stelle mir als feierliches Festmahl ehrlich gesagt was anderes vor als ein reines Käsebankett. Gibt's hier noch irgendwie was? Da geht's dann wieder hoch. Wer bist du? Hier geht's zum himmlischen Podium. Dort werdet ihr den Fürsten der Dragovianer finden. Aber so müde in den Kampf zu ziehen, wäre alles andere als weise. Kommt, ruht euch in meinem Haus aus. Okay, da geht's also schon zum himmlischen Podium. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Raptorn wäre mittlerweile wahrscheinlich voll die Lusche. Den würde ich wahrscheinlich, mit dem würde ich voll den Boden aufwischen. So. Hier war doch sein Haus. Master Chen Mui, you finally return. I have looked forward to this day. Ah, yes. Thank you for watching over things in my absence. I brought some human guests with me today. I want you to make sure they are comfortable. Guests from the human world? Do you mean one of them is Miss Shias? Why don't you begin preparing tonight's meal? Of course, Master. A cheese banquet, I presume. I'll begin preparations right away. Please, make yourselves at home. What a spread, eh? I don't think I've ever eaten that much cheese in my whole life. Not that I'm complaining, mind. That was good grub. I'm just feeling a bit cozy round the old midriff. That's Yangus, always thinking with his stomach. By the way, there's something about this Chen Mui fellow that sticks in my mind. We only just met him today. How does he know so much about us? Actually, I found the attitude of the elders even more bizarre. It was as if they'd known about you for a long time. You reckon? I didn't notice nothing weird. Du bist ja leider auch dumm wie Stroh, Yangus. Baby's bugging you, like. Why don't you ask that old Shen Wasit bloke, eh?
You know, for once, I actually agree with you, Yengus. I seriously doubt he'll spit out the truth there and then, but it can't hurt to try. Aber trotzdem, auch wenn Yang ist dumm wie Stroh, ich liebe ihn einfach. Ah, es ist so ein unendlich genialer Charakter, wie ich finde. Wie? Fest verschlossen lässt sich nicht öffnen. Hallo, ich habe Universalschlüssel, was ist los mit euch? Immer noch mal eine Mini-Medaille gefunden, das ist auch schon mal was. Alter, es gibt eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Das geht ja mal gar nicht. Himmlischer Käse, sehr schön. Ich schätze mal, da wird Jamui sein, deswegen will ich erst mal hier durch. Hey Chef, sollte ich ein bisschen später, um etwas auszurichten, oder? Ah, da würde man das Haus verlassen. Mir geht die Kiste auf den Sack, dass ich sie nicht aufmachen kann. Wahrscheinlich zugeschweißt. Das Zimmer, in dem ihr untergebracht seid, gehörte einst Shenmues einziger Tochter Xia. Sie war ein neugieriges und abenteuerlustiges Mädchen. Eines Tages beschloss sie loszuziehen und die Welt der Menschen mit eigenen Augen zu sehen. Als Shenmue ihr Verschwinden bemerkte, brach er sofort auf, um sie zu suchen und nach Hause zu bringen. Aber als er seine Tochter endlich fand, hatte sie sich bereits in einen Menschen verliebt. Sein Name war Eltrio und er war ein Prinz in der Welt der Menschen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen seines Königreichs, aber ich weiß noch, dass sie eine bestimmte Tradition hatten. Die Männer dort gaben ihre Auserkorenen einen Ring mit einem besonderen Juwel. Fräulein Xia kehrte mit eben solch einem Ring an ihrem Finger zur Dragovianer Zufluchtsstätte zurück. Ein Königreich mit einer Tradition, wo ein Ring weitergegeben wird. Das ist natürlich auch schwer, weil wir natürlich noch nirgendwo, konzentrierte Käse ist ja schon, noch nirgendwo so ein Pärchen gefunden haben. Am Pfad der Dragovianer Zufluchtsstätte führte, was? Ah, liegt ein altes Grab. Gehört Eltrio, dem Menschen, der Fräulein Xia sein Herz versprochen hat. Anscheinend hat er versucht, seine Geliebten von der Welt der Menschen bis zur Zufluchtsstätte der Dragovianer zu folgen. Doch diese Straße ist lang und voller Gefahren. Er starb, kurz bevor er das Ziel seiner Reise erreichte. Ich habe Fräulein Xia nie so traurig erlebt wie an jenem Tag, als sie die Nachricht hörte. Sie starb wenig später. Meister Shenmue bereut seine Entscheidung, die beiden auseinanderzureißen, auch heute noch zutiefst. Irgendwo noch eine Kiste. Ne, sonst nichts mehr. Ihr seht aus, als hättet ihr etwas auf dem Herzen. Kommt schon, raus damit. Ah, er fragt dich also, wie es kommt, dass wir so viel über euch wissen, Spike. Tja. Es ist kein Wunder. Wir haben alles im Fernsehen gesehen. Es sind alle auf Pay-TV zu sehen. Außerdem Jessica haben wir schon ein paar Mal auf YouPorn gesehen. Die ist ja ein richtiger Star. Tja, es ist kein Wunder also. Aber ich muss euch leider bitten, euch noch etwas zu gedulden. Im Augenblick solltet ihr euch auf die Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt. Wir müssen den Fürsten Dragovianer wieder zur Vernunft bringen und die Dragovianer Zufluchtsstätte retten. Sobald ihr diese Aufgabe erledigt habt, werde ich jede einzelne eurer Fragen beantworten. Das verspreche ich euch. So war Jessicas Name auf YouPorn Dick Titty ist. Einfach mal übernachten. Awake already? How do you feel? Did you sleep well? Glad to hear it. I'm counting on you. Today, you will visit the heavenly dais. The path is a labyrinth. The entrance lies beyond a portal, beneath the council chamber. Oh yeah, jetzt geht's los.
Der Kampf gegen den Fürsten der Dragovianer. Okay, das ist einfach nur ein Balkon. Aber natürlich müssen wir uns erstmal zu ihm durchprügeln. Und ich habe keine Ahnung. Kann ich die Kiste jetzt endlich mal aufmachen? Und ich habe keine Ahnung, ob die Monster, die auf dem himmlischen Podium sind, ob die durch meine Schutzaura auch verschwinden. Weil die sind ein bisschen stärker. Wie viele Mini-Medaillen habe ich denn schon wieder? 2. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir es mal auf den Weg gleich zum himmlischen Podium. Und ich möchte gleich etwas... himmlischer Käse kann man eigentlich immer mal gebrauchen, aber Yggdrasil Tower ist mir gerade ein bisschen lieber. Das gebe ich mal, der hat einen gelehrten Stein. Fokus Tambourin. Da, Elster, du kriegst noch zusätzlich mal einen Yggdrasil Tower. Dann noch einen konzentrierten Käse. Brauche ich nicht, aber ich brauche was anderes. Ich brauche was anderes. Wo? Na, wo habe ich dich denn hin? Da, Drachentöter. Einfach mal nicht ausrüsten, einfach nur ins Inventar. Einfach nur so, damit wir ihn dabei haben. Nein, weil wir wissen ja, der Fürst der Dragovianer. Ich habe die Anweisung gehabt, euch hindurchzulassen, wann auch immer ihr euch nehmt. Verpisst euch, ihr dürft passieren, der Fürst der Dragovianer, weil ich hier schon auf dem menschlichen Boden immer warten. Ja, wir wissen ja, dass der Fürst der Dragovianer. Listen to me carefully. I cannot approach the Lord of the Dragovians in his present state, lest he drain my own strength away. Thus, I cannot accompany you to the dais, but I'll be fighting alongside you in spirit. I believe in you. I know you can bring the Lord of the Dragovians back to his senses. Denn wir wissen, dass der Fürst der Dragovianer ein Drache ist. Manchi, da bist du ja wieder. Da bist du ja endlich wieder. Dich habe ich auch schon vermisst. Manchi, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Ich habe dich echt vermisst. So, schauen wir einfach mal. Vielleicht wirkt es ja was. So, ich weiß, dass es hier auf dem himmlischen Podium richtig, richtig geiles Zeug gibt. Und zwar wirklich geiles Zeug. Das Interessanteste, was es hier gibt, ist ein Schädelhelm. Wenn man ein bisschen überlegt, dann könnte man vielleicht drauf kommen, Moment mal, Schädelhelm? Das sagt mir noch was. Ja, das ist der Helm. Der verflucht war, aus dem wir einen Fokus-Tambourin hergestellt haben. Und dreimal dürft ihr raten, was ich aus diesem Schild-Helm herstellen werde. Grabstein ist halt ein Verwirrter, das ist unmöglich, die Inschrift zu erkennen. Oh, den kann man noch erkennen. Grabstein, die Inschrift lautet, dies ist die letzte Ruhestätte meiner geliebten Tochter Xia. Dann haben wir nämlich zwei Fokus-Tambourine. Oh yeah. Zwei gelehrten Steine, zwei Fokus-Tambourine. Oh yeah. Das ist richtig geil. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Laufe ich gerade den richtigen Weg? Laufe ich gerade Richtung Kiste? Laufe ich gerade Richtung Dragovianer-Fürst? Laufe ich gerade in eine Sackgasse? Ah, eine Kiste. Okay. Schön. Immerhin. Oh, ein gefährliches Bestie. Schön. Kann man wieder ein schimmerndes Kleid herstellen und das dann Jessica anziehen. Das habe ich ja damals, muss ich sagen, für die PlayStation 2 nie verstanden, warum man da ein gefährliches Bestie findet.
aus dem gefährlichen Bestier kann man nur ein einziges Item herstellen. Und das ist das göttliche Bestier. Und das kann auch nur ein einziger Charakter anziehen. Und das ist Jessica. Weil damals konnte man die rote Elster noch nicht spielen. Also konnte man das auch nicht anziehen. Deswegen habe ich es nie verstanden, warum man das zweimal findet. Dann laufen wir hier mal im Kreis runter. Ich habe keine Ahnung, wo ist der Gegner? Wo bin ich? Wo ist eine Kiste? Da ist eine Kiste. Mit einer Mini-Medaille, das ist schön. Ich gehe mal... Ja... Jetzt. Ene, mene, mu, und raus bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ich geh jetzt einfach da lang. Ich werde das definitiv nicht mein Alter hin und her ziehen. Verdammt! Hätte ich doch mein Alter zählen sollen. Sackgasse. Ja, manchmal macht es doch mehr Sinn, wenn man einfach mal den Weg entlang geht und einfach mal schaut. Also früher hat mir der Abzählreim immer geholfen. Wo ich noch so... Keine Ahnung. 5, 6, 7 war, 8 war. Wirkt in der heiligen Schutzaura lässt nach. Oh nein, das glaube ich weniger. Und das sieht mir stark danach aus, als ob wir direkt am Ziel wären. Und deswegen, meine Freunde, würde ich mal sagen, machen wir hier mal einen kleinen Schnitt. Auch weil der Part sowieso vorbei ist. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.